Seid ihr Team Hund oder Team Katze? Rund 27 Millionen Hunde und Katzen leben in deutschen Haushalten und die wollen vor allem eins: fressen. Worauf kann man beim Kauf von Hunde- und Katzenfutter achten, damit es gesund fürs Tier ist? Der Hund hat sich halt häufig von dem ernährt, eigentlich, was die Menschen übergelassen haben. Und früher wurde ja viel, viel weniger Fleisch gegessen als heute. Und welches Futter ist nicht nur gut für Hund und Katze, sondern auch für die Umwelt? Das finden wir heute heraus. 2021 gaben Haustierfans in Deutschland knapp 3,5 Milliarden Euro für Hunde- und Katzenfutter aus. Dabei wurde vor allem auf den Preis geachtet. Es gibt super günstiges und super teures Futter. Aber sagt der Preis auch etwas über die Qualität des Futters aus? Worauf es bei einer gesunden Ernährung für die Vierbeiner ankommt, möchte ich jetzt von Dr. Volker Wilke wissen. Er ist Fachtierarzt für Tierernährung und Diätik. Sein Hund Ivo ist auch mit dabei. Damit der Futtergeruch ihn nicht überfordert, schicken wir ihn erstmal raus. Wenn ich jetzt als Hund- oder Katzenbesitzer in den Supermarkt gehe oder in den Tierbedarf, worauf muss ich denn achten beim Futterkauf? Also das Allerwichtigste ist, dass ich darauf achte, dass ich ein Alleinfutter auswähle. Also steht dann immer auf der Verpackung drauf, wenn es ein Alleinfutter ist. Und das ist ein rechtlich geschützter Begriff. Alleinfuttermittel sind so zusammengesetzt, dass sie ein Tier mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Fehlen dem Tier bestimmte Mineralien oder Vitamine, kann man spezielles Ergänzungsfuttermittel dazugeben oder verschiedene miteinander kombinieren. Hier ist ja in ganz vielen Fleisch tatsächlich drin. Das riecht man, das kennt man so. Was wird denn da für ein Fleisch benutzt? Also zum Einsatz kommen da halt verschiedene Anteile vom Tier letztendlich. Meistens ist es so, dass ja die sehr wertvollen Partien zum Beispiel von so einem Rind oder auch vom Geflügel dann für die Humanernährung zugeteilt werden und dann diese Nebenprodukte, Schlachtnebenprodukte zum Beispiel dann in einem Hundefutter landen. Manchmal sind es ja auch Innereien, also es ist nicht unbedingt immer Fleisch, aber das heißt per se erstmal nicht, dass es schlecht ist. Ne? Also der Hund stammt ja letztendlich vom Wolf ab, von einem Beutetierfresser, und auch der Wolf nimmt das ganze Tier auf, ne, und nimmt auch wertvolle Bestandteile dann zum Beispiel aus den Innereien oder aus anderen Bestandteilen des Tieres. Ne? Und steht das dann auch konkret drauf, was dann wirklich drin ist? Es reicht häufig nicht der Blick nur vorne auf die Verpackung, weil da natürlich teilweise auch so ein bisschen wertbestimmende Inhaltsstoffe dann, sag ich mal, fokussiert dargestellt werden. Deswegen immer auf jeden Fall der Blick dann auch hinten auf die Verpackung. Mhm. Dort ist eben immer eine Deklaration angegeben. In Deutschland dürfen Futtermittelhersteller unterschiedlich deklarieren. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens die offene Deklaration. Da sind alle Inhaltsstoffe im Detail offengelegt. Zweitens die halboffene Deklaration. Die Zutaten werden in der Reihenfolge ihrer Menge aufgelistet. Oder drittens die geschlossene Deklaration. Es werden nur die groben Bestandteile genannt. Im Allgemeinen kann man sagen, je transparenter die Inhaltsstoffe, desto besser lässt sich das Futter beurteilen. Wir haben hier zum Beispiel eins, das ist vegetarisch für den Hund. Ja. Was hältst du denn davon? Ja, also es ist so, er hat sich schon sehr, sehr lange über diese 15.000 Jahre, die er ja mindestens domestiziert wurde, sehr, sehr doll letztendlich an die Ernährung des Menschen auch angepasst und kann auch pflanzliche Bestandteile sehr, sehr gut verdauen, verstoffwechseln und hier auch vieles rausziehen, was er braucht. Und durch die heutige Verarbeitung, sage ich mal, der Futtermittel ist es eben auch möglich, zum Beispiel durch den Zusatz bestimmter Aminosäuren, die zum Beispiel eher in tierischen Komponenten vorkommen, auch so ein Futter, was auf pflanzlicher Basis kreiert worden ist, das so eben bedarfsdeckend zusammenzustellen. Das ist den Besitzerinnen und Besitzern tatsächlich häufig sehr, sehr wichtig, dass super viel Fleisch drin ist. Aber wir wissen heute eigentlich, dass gerade der Hund diese hohen Fleischanteile gar nicht so braucht. Solange man auf den Nährstoffbedarf des Hundes achtet und das Futter darauf abstimmt, könnte man diesen also auch vegetarisch ernähren. Das ist ja jetzt hier für den Hund. Ginge das auch für die Katze? Das ist sehr, sehr schwierig. Also die Katze braucht unheimlich viele Aminosäuren oder andere Bestandteile, die eben hauptsächlich oder fast nur in tierischem Gewebe vorhanden sind. Und das dann quasi ja zu kreieren auf pflanzlicher Basis durch den Zusatz von Aminosäuren und so weiter und so fort, ist sicherlich theoretisch und rechnerisch möglich. Aber da ist man in der Forschung halt noch nicht so weit. Auch der Tierschutzbund rät davon ab, Katzen vegetarisch zu ernähren. Sie sind Fleischfresser und laut Tierschutzgesetz müssen Tiere artgerecht und entsprechend ihrer Bedürfnisse ernährt werden. Thema Trockenfutter, Nassfutter. Könnte man denn sein Tier nur von Trockenfutter ernähren? Ist das in Ordnung?
Also es kommt natürlich voll so ein bisschen auf das Tier drauf an, ne? Also prinzipiell spricht sowohl bei der Katze als auch beim Hund erstmal nichts komplett dagegen. Beim Hund ist es sicherlich ein bisschen einfacher, weil der Hund halt von alleine selber auch viel mehr Wasser zu sich nimmt. Es gibt halt bestimmte Katzen, die trinken so gut wie kaum was selber. Und wenn man dann nur ein Trockenfutter anbietet, dann kann das halt schon zu Problemen führen, ne? Also zum Beispiel zu Harnstein, weil nicht genug Urin produziert wird. Um dem entgegenzuwirken, kann man zum Beispiel das Trockenfutter in Wasser einweichen. Für Katzen eignen sich außerdem Trinkbrunnen. Die erinnern an fließende Gewässer und sollen Katzen zum Trinken animieren. Hier steht ja auf einigen Verpackungen groß drauf, getreidefrei. Was hältst du davon? Wir selber aus wissenschaftlicher Sicht wissen gar nicht, wo dieser Trend so genau herkommt. Weil per se kann man gar nicht sagen, dass Getreide zum Beispiel schlecht für den Hund ist, ne? Während der Domestikation, der Hund hat sich halt häufig von dem ernährt eigentlich, was die Menschen übergelassen haben. Und früher wurde ja viel, viel weniger Fleisch gegessen als heute. Und da war super viel Getreide dabei. Und man weiß, dass eben der Hund auch sehr gut Getreide verdauen kann. Und deswegen ist dieses Merkmal getreidefrei eigentlich gar nicht mehr passend, weil es nicht unbedingt was darüber aussagt, ob das Futter jetzt gut ist oder schlecht ist für den Hund. Wie ist es denn bei getreidefreiem Futter für Katzen? Ja, also die Katze hat nicht so eine hohe Verdauungskapazität wie der Hund für Stärke zum Beispiel. Aber dennoch hat die Katze einen gewissen Anteil an Stärke, Verdauungskapazität, sodass auch hier gewisse Anteile an Getreide jetzt nicht schädlich sind und sogar von der Katze sehr, sehr gut verdaut werden können. Nur zu viel sollte es nicht sein. Empfohlen werden 5 Gramm Stärke pro Kilogramm Katzengewicht am Tag. Kann man denn irgendwie sowas sagen wie, teurer ist auch besseres Futter? Gibt es da so einen Richtwert? Das würde ich so nicht unterschreiben. Also das kann man einfach nicht sagen. Es gibt da preislich deutliche Unterschiede und teilweise werden halt bestimmte Produkte ausgelobt, wo dann halt ja vielleicht auch teure Bestandteile drin sind. Aber dass mein Hund dadurch halt ein Futter bekommt, was er auch dadurch besser verträgt zum Beispiel, das ist nicht gesagt. Oberste Prämisse bei der Futterwahl: Das Futter sollte ausgewogen sein, dem Tier muss es schmecken und die Vierbeiner sollten das Futter gut vertragen. Ist zum Beispiel der Kot zu weich, wird das Fell matt oder das Tier wirkt antriebslos, kann es an der Fütterung liegen. Viele Haustierfans schwören auf das sogenannte BAFEN. Das steht für eine biologische, artgerechte, rohe Fütterung. Das Haustier soll dadurch möglichst naturnah ernährt werden. Auf dem Speiseplan rohes Fleisch, roher Fisch, Knochen und Innereien. Ergänzt wird mit Gemüse, Obst und Ölen. Was denkst du denn über diesen Trend BAFEN oder auch selbst kochen? Ist das empfehlenswert? Da spricht jetzt erstmal nichts dagegen, überhaupt nicht. Aber man sollte das auf jeden Fall unter oder mit der Begleitung eines Fachmannes oder einer Fachfrau auf jeden Fall machen, die dieses Menü, was ich dem Hund oder vielleicht auch sogar der Katze dann zusammenstelle, dass sie das vorher einmal durchrechnet, ne? Wie füttert ihr eure Vierbeiner? Kocht ihr vielleicht selbst oder habt ihr eure Tiere schon mal gebarft? Schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Neben dem richtigen Futter ist auch die richtige Menge fürs Tier wichtig. Denn weltweit haben auch unsere Vierbeiner oft mit Übergewicht zu kämpfen. Woher weiß ich denn, wie viel mein Hund oder meine Katze wirklich brauchen? Jetzt vielleicht am Beispiel von Ivo. Ja, also erstmal steht's auf dem Futter meistens drauf. Aber ich kann mich darauf nicht verlassen, weil jeder Hund und jede Katze ist so unterschiedlich, auch abhängig davon, wie viel sie sich halt einfach bewegen, ne? Deswegen auf jeden Fall nicht komplett drauf verlassen und regelmäßig das Tier wiegen, dass mir Gewichtsveränderungen halt auch auffallen, weil vielleicht sehe ich es gar nicht so genau. Wichtig, hat das Tier schon Übergewicht, lieber beim Tierarzt nachfragen, was Hund oder Katze brauchen, als auf der Verpackung zu schauen, denn die Hersteller machen nur sehr allgemeine Angaben. Generell ist es so halt, dass ja, wenn ich erstmal sag ich mal, eine Einschätzung haben möchte, ist mein Hund vielleicht übergewichtig oder auch untergewichtig, dann bieten sich halt so ein paar Punkte an, die man sich anschauen sollte. Und wenn der Ivo sich mal hinstellen mag, dann ist es so, dass die Rippen bei den meisten Rassen nicht zu sehen sind, aber hier unter einer leichten Fettabdeckung dann schon zu spüren sind. Mhm. Dann hat man von der Seite gesehen immer eine deutliche Einziehung des Bauches hinter dem Rippenkörper und auch von oben sollte die Taille halt deutlich zu sehen sein. Und das sind, sage ich mal, Faktoren, die eigentlich beschreiben, ob ein Hund idealgewichtig ist. Auch beim Idealgewicht der Katze gilt: Die Rippen sollten unter einer leichten Fettschicht spürbar sein. Von oben sollte sich die Taille abzeichnen und gerade bei jungen Katzen sollte die Bauchlinie leicht angezogen sein. Ob für Katze oder Hund, Achtung bei den Leckerlis, denn auch die geben zusätzliche Kalorien und können für Übergewicht sorgen.
Als gesunde Hundeleckereien eignen sich zum Beispiel Apfel, Gurke und Karotte. Je nach Katzengeschmack darf es hier zum Beispiel auch etwas Magerquark sein. Nur Obst und Gemüse zu füttern, das wäre aus Umweltsicht tatsächlich das Beste. Wie wir unsere Haustiere nicht nur gesund, sondern auch nachhaltig ernähren können, das hat Dr. Vanessa Bach herausgefunden. Du hast ja zum ökologischen Fußabdruck bei Hunden geforscht. Was hast du da genau gemacht? Wir haben in der ersten Studie uns mal angeguckt, wie viel CO2-Emissionen sozusagen oder wie der Fußabdruck eines Hundes über den gesamten Lebensweg des Hundes ist. Wir haben herausgefunden, dass das Hundefutter einer der Hotspots ist und haben dann natürlich auch viele Fragen bekommen, auch von Hundebesitzern und generell, wie kann man das denn überhaupt reduzieren? Und haben dann in einer Folgestudie uns mal veganes Hundefutter angeguckt, sozusagen als so ein bisschen der absolute Kontrast, um halt zu schauen, kann man damit überhaupt den Fußabdruck eines Hundes reduzieren. Und wenn du jetzt einem Hundehalter einen Tipp geben möchtest, der Hundehalter möchte jetzt nachhaltiger seinen Hund ernähren, worauf kann er denn achten? Eine Option ist halt ab und an auch mal wirklich vegane Nahrungsmittel zu geben, weil die in der Regel immer einen geringeren Fußabdruck haben als jetzt Fleisch. Das muss gar nicht zu 100% sein, aber immer mal wieder eine Mahlzeit. Zur Erinnerung, Katzen sind Fleischfresser und sollten nicht vegan oder vegetarisch ernährt werden. Aber zumindest bei dem, was die Katze zusätzlich snackt, kann man der Umwelt zuliebe auch mal die Veggie-Variante wählen. Wer seinen Hund nicht ganz vegetarisch ernähren will, greift am besten zu fleischhaltigem Trockenfutter. Bedeutet das, dass Trockenfutter besser ist eigentlich als Nassfutter aus Umweltsicht? Aus Umweltsicht würde ich sagen, ja. Es gibt eine relativ umfassende Studie, die in einem Projekt entwickelt wurde von der Europäischen Kommission. Und da ist es schon so, dass Trockenfutter einen geringeren Umwelt- oder eine geringere Umweltauswirkung oder geringeren Fußabdruck hat als Nassfutter. Und einer der Hauptgründe ist halt, dass es natürlich dadurch, dass das Wasser in Anführungszeichen fehlt, viel leichter ist und damit natürlich die Aufwendung im Transport geringer und oft auch das Volumen kleiner und dann kann man sozusagen mehr auch transportieren. Also es ist stark an den Transport gekoppelt. Am schlechtesten schneidet in der Ökobilanz das BAFEN ab. Denn hier wird besonders viel und oft hochwertiges Fleisch gegeben, wofür im schlechtesten Fall wieder mehr Tiere geschlachtet werden. Aber auch fürs BAFEN gibt's nachhaltige Tipps. Schlacht Nebenprodukte vom Schlachter aus der Umgebung und Gemüse und Obst am besten nach Saison kaufen. Wenn wir, sagen wir mal, diese Auswahl vor uns haben, gibt es Siegel, auf die man achten könnte? Also es gibt ein Siegel für den Tierfutterbereich, das ist das Bio-Siegel, das kennen wir ja auch von anderen Produkten. Und das sagt letztendlich vor allen Dingen darüber was aus, wie die Tiere gehalten worden sind, die in dem Futter drin sind. Bio heißt auf jeden Fall, das Futter wurde nach Ökostandards hergestellt. Und Vanessa hat noch einen Tipp. Generell könnte man verallgemeinert sagen, dass es immer gut ist, große Verpackungsgrößen zu kaufen, weil man damit weniger Verpackung für mehr Inhalt hat. Also das gilt generell so als Grundsatzregel. Größere Verpackungen sparen nicht nur Müll, sondern oftmals auch Geld. Ein direkter Vergleich. Die große Dose der Edeka-Eigenmarke kostet in unserem Preisvergleich 1,57 Euro pro Kilo. Die Aluschale 2,90 Euro. Ähnlich sieht es bei Aldi Süd mit der Marke Caché aus. Die Dose kostet in unserem Preisvergleich 2,14 Euro pro Kilo, die kleinere Variante 2,88 Euro. Die andere Sache ist natürlich, dass man auch so ein bisschen an der Verpackung schaut, was für eine Verpackung man hat. Also der Fußabdruck von einer Verpackung setzt sich ja zusammen aus den Aufwendungen für die Herstellung, aber halt natürlich auch, wie die Verpackung dann am Ende recycelt wird. Ob für Hund oder Katze, beim Nassfutter lieber zur Dose greifen und sie recyceln. 90% davon kann man laut Stiftung Warentest neu verarbeiten. Beim Aluminiumschälchen ist das deutlich weniger. Für Trockenfutter sind Pappverpackungen ohne Plastikfenster empfehlenswert. Unser Katzen- und Hundefazit. Mit ein paar kleinen Dingen könnt ihr sowohl der Gesundheit eures Tieres als auch der Umwelt helfen. Beim konventionellen Tierfutter auf offene Deklarationen achten und zum Bioprodukt greifen, am besten in Großpackungen, denn mit großen Dosen oder großen Gebinden spart ihr oftmals Geld und produziert weniger Müll. Und damit eure Hunde und eure Katzen genau das bekommen, was sie brauchen, fragt am besten nochmal beim Tierarzt nach.
Könnt ihr diesen Augen hier widerstehen? Nein, oder? Dann gebt uns gerne ein Like. Und wenn ihr noch nicht genug vom Thema Tiere habt, dann haben wir hier was zu fleißigen Bienen und ihrem Honig. Und hier hat Jotti gecheckt, wie nachhaltig Secondhand eigentlich ist.